So, jetzt meine Kleinstelle mit dem neuen Auto und ein bisschen mehr Action da hab auf der Herfahrt, aber sonst war das genau das gleiche. Und ihr habt nichts verpasst. So, Garagge. Ah, vorsichtig, Auto. Na gut, nicht jeder kann Autos haben, ne? Ich schätze mal da hoch, ja. Stimmt sogar. Und auf geht's rein. Na rein. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Tja, Vito, aber sei froh, dass du überhaupt eine Wohnung hast. Geht doch aber, ist doch schön. Gut, ist jetzt bestimmt nicht das Schönste, aber... Passt doch. Okay, ich muss gucken, ob hier irgendwo ein Playboy-Magazin liegt. Ich will mein Playboy-Magazin. In der Bar lag bestimmt irgendwo so ein scheiß Playboy-Magazin. Aber was habe ich wieder verpasst? Ich habe es wieder verpasst. Na gut, egal. Jetzt geht's schlafen. Und... Scheiße, ist das gruselig. Ja, Kapitel 12 sind wir jetzt schon. Ich sag Kapitel 12. Meeresgabe, ja, ne? Mal gucken, was da jetzt abgeht. Und wir haben noch ein paar Kapitel vor uns, ich glaube 10 oder so. Und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Bestimmt es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Telefon. Ah, da ist es. Was geht ab? Hey, Vito. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Ja. Klingt doch mal interesting. Okay, jetzt ziehen wir uns irgendwann mal was. Nein, ich kann nur das... Ach, verdammt. Ich will mal was Ordentliches haben als Anzieh-Scheiß. Na gut, egal, dann. Warte, da müssen wir hin und kommen an irgendein Kleidungsgeschäft vorbei. Ja, kommen wir sogar. Und zwar da. Ich fahre doch nicht so zum Job. Na gut, obwohl, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus, ne? Haha, Polizei-Fail. Wow. Ich bin noch am überlegen, ob ich ein Fallout 3 Let's Play machen soll. Ich weiß es nicht, weil das Spiel geht echt lang. Gut, außer man spielt die Story schnurstracks und gerade ab. Dann geht das vielleicht noch nicht mal 2 Stunden. Aber so, wenn man sich Zeit nimmt und so, dann dauert das schon etwas länger. Naja, wir sehen. Erstmal euch machen zu Ende und dann kommt das nächste. Halt die Fresse, ich mein scheiß Auto. Hey, raus mit dir! Auffahr-Fail, hä? Na dann, tschüss, alter Mann. Viel Spaß beim Laufen. Oh, Polizei kommt, hat aber nichts gesehen. Ah, das ist tragisch. Na, wo ist der? Ach, wir sind schon da gleich. Motherfucker. Kein Umfahren. Wir wollen mal legal am Ende des Ziels ankommen. Ich fahr doch mal was um. So. Was geht ab, Bitch? Wir sehen nur das Allerbeste. Ja, wenn dann schon richtig, ne? Ja, wir kaufen uns einen pinken Anzug. Ne, ich denke nicht. Ah ja, nimm halt so einen Mantel. Du hast nicht... What the... Komm schon! Oh, Waffen sind hier nicht erlaubt. Raus! Nicht schießen! Oh, mein Gott.
schon wieder zu viel gemacht hat. Ich kann da nicht hin, solange ich verfolgt werde. Muss erst jemanden abschütteln. Hey, guck mal, ich kann sogar Ich kann da nicht hin, solange ich verfolgt werde. Entschuldigung. Von jetzt angeschossen ist, glaube ich, ein Gangster, ja, Zugang-Gangster. Muss erst jemanden abschütteln. Ich kann da nicht hin, solange ich verfolgt werde. Kann ich das klauen? Geh doch! So, und schon sind wir zu neuen Klamotten gekommen. Und weiter geht's. Drift. So, da sind wir schon im Park angekommen mit schicken neuen Reagan-Mantel, den wir geklaut haben. Ich wusste gar nicht, dass man klauen kann, aber man kann es. Und ich find's lustig. Also ich schätze mal, das ist die arme Central Park-Variante von Mafia. Hey, da kommt er. Hey, was geht's? Hey Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Und eine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ja, da sind wir noch dabei. Obwohl, Drogen böse sind, Kinder. Merkt euch das, ja. Nicht, dass sie jetzt anfangen, Drogen zu nehmen mögen, Mafia. Ja, das wäre böse. Was geht ab? Oh Gott, Hilfe! Darf jetzt hier nochmal keine Leute schubsen, oder wie? So, okay, dann fahren wir mal unsere Compadres zu den Tongs, ja. So wie sie sie nennen. Schlitzaugen. Ja. Und ich hab überhaupt Ich hab keins gemacht. Der bescheuert Bullen. Was? Ist das Geld nicht leid? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke.
Du bist der Dritte. Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seiner deine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Ja, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Gut, ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja, das können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Wem trauen? Ja, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Was zum Teufel soll das? Krieg dich gefälligst ein. Ja, ich denke mal, hoffentlich geht alles glatt, ne? Sonst verlieren wir ja übrigens viel Geld und müssen Scheiß zurückzahlen und what the fuck, you know what I mean? Hey, du Genie. Rot heißt, stopp halt die Anbieter. Ja, wo müssen wir hin? Da rein oder wie? Ja, anscheinend, ich weiß es nicht. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Yay. Mal gucken, was geht. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein. Ja, mach auch das Geld ganz schön locker, ha? Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry. Doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar voll nicht der Insider. Frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinge, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Ja, so. Klang mal gut. Und wir gehen und dealen jetzt mal ein bisschen was mit Drogen und so einem Scheiß. Obwohl Drogen böse sind. Also Kinder, lasst die Finger davon. Kann man nicht oft genug sagen, ne? Okay, cool. Wir bräuchten ein schönes neues Auto. Weil das ist irgendwie abgefuckt. Ja. Und here we go. Und rein, meine Friends. Das war gut geschafft, weil da oben kam die Polizei, aber wir hätten uns das noch nicht gesehen. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich bin sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Noten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort.